Hallo liebe Weltallkinder, ich hatte Lust heute mal darüber zu reden, was eigentlich der Begriff Erleuchtung bedeutet. Es gibt halt ziemlich viele Vorurteile darüber. Das heißt, Leute denken dann zum Beispiel, dass man sich irgendwie für was Besseres hält, habe ich schon erlebt, was aber in meinen Augen ein Widerspruch an sich ist, weil man dann ja im Ego verhaftet ist, wenn man sich für was Besseres hält. Oder dass das alles irgendwie esoterischer Schwachsinn ist. Ja, und ich wollte halt einfach hier mal so erklären, was das Ganze in meinen Augen ist. Meiner Meinung nach hat das jetzt nicht unbedingt was mit Esoterik zu tun. Esoterik und Spiritualität sind in meinen Augen auch unterschiedliche Sachen. Und ja, so Erleuchtungserfahrungen gibt es halt wirklich in allen möglichen Kulturen. Es ist auch in meinen Augen das, was Buddha erfahren ist. Und in meinen Augen bedeutet es einfach, dass die Identifikation mit dem Ego endet. Das heißt, dass man sich mit allem verbunden fühlt. Man fühlt sich nicht nur als diesen Menschen, den man momentan ist, auf dieser Erde, sondern halt auch jetzt zum Beispiel alles, was man sieht, zum Beispiel in der Natur oder andere Menschen oder Tiere. Also im Prinzip alles, was ist, ist man selber auch, diese Erkenntnis. Und ja, dass man im Prinzip das ganze Universum ist und das halt eben auch fühlt und nicht nur weiß. Also, dass das Ganze eben nicht nur auf der Verstandesebene ist, sondern ja, dass man das wirklich so erlebt. Und in so einem Zustand ist es dann so, dass man halt wirklich sehr viel Liebe empfindet, so eine Art inneren Frieden auch gefunden hat. Viele Handlungen geschehen dann auch so wie automatisch. Und oft sind Gedanken und das, was man spricht, auch dasselbe. Mir ist es dann zum Beispiel auch passiert, dass ich immer wieder auch vor Freude angefangen habe zu weinen. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie irgendwas angeschaut, irgendwelche Pflanzen oder so, und habe mich so sehr an der ihrer Existenz erfreut, also einfach so viel Freude und Glück empfunden, dass ich angefangen habe zu weinen, weil einfach so viel innere Last ja, abgewichen von mir ist. Und ja, ich habe halt eben auch erlebt, dass bei solchen Erfahrungen die eigene Psyche geheilt ist. Also das heißt, dass zum Beispiel sowas wie Depression nicht mehr vorhanden ist. Auch körperliche Symptome, die durch die Psyche entstehen, sind nicht mehr vorhanden. Das heißt, weil die Psyche ja auch krank machen kann, habe ich zum Beispiel immer wieder Magen-Darm-Probleme gehabt. Sowas war dann irgendwie auch nicht mehr vorhanden. Oder ja, irgendwie so, dass man vom Stress irgendwie erschöpft ist. Sowas ist zum Beispiel dann auch nicht mehr da. Man hat so viel Energie, das ist echt ziemlich unglaublich. Ja, und halt auch sowas wie Persönlichkeitsstörungen habe ich dann auch nicht mehr gefühlt, weil sowas halt eben auch im Ego verwurzelt ist. Und dadurch, dass man nicht mehr mit seinem Ego identifiziert ist, ist es klar, dass man eben davon eben auch nicht mehr die Symptome spürt. Was ich aber erlebt habe oder erst so dazulernen musste, ist, dass das Ego tatsächlich nicht komplett weg ist, weil jetzt so, wenn man die Anfangsvideos von meinem Kanal anschaut,
ja, das Ganze ist ja hier so ein Lernprozess, dann sieht man, dass ich das Wort Ego anfangs für so als Synonym für meine ganzen psychischen Erkrankungen benutzt. Es ist halt eben auch so, dass das Ego eben alles ausmacht, was so der eigene Erinnerungsspeicher ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Sprache gebrauche, das basiert ja auch auf Erinnerung. Und das heißt, dass man das Ego eben auch als Werkzeug benutzen kann. Und ja, wenn man halt eben erleuchtet ist, dann ist das Ego auf jeden Fall noch da, aber nicht mehr in einer destruktiven Art und Weise. Das heißt, man kann dieses Ich-Konstrukt als ein Werkzeug einsetzen. Und es schadet einem eben nicht mehr selber oder anderen Menschen. Und ja, das Ego entsteht eben auch durch dieses Dualitätsgefühl. Das heißt, man definiert sich dadurch, dass man sich durch andere abgrenzt. Es gibt ich und die anderen. Und man nimmt es halt nicht als ganzes zusammenhängendes System wahr, sondern man ist eben getrennt von der Welt. Man definiert sich zum Beispiel auch durch die Gedanken, die man selber hat, und nimmt sich halt eben nicht selber wahr als der Beobachter, der die Gedanken wahrnimmt. Weil es gibt ja immer auch diesen Teil, den man vielleicht Bewusstsein nennen kann in einem, der halt dieser innere Beobachter ist. Und ich finde, so diesen inneren Beobachter kann man meiner Meinung nach auch so als wahres Ich benennen. Und ja, meiner Meinung nach gibt es auf jeden Fall zu dem ganzen Erleuchtungsprozess auch so Vorstufen. Es gibt dafür auch so eine Skala nach Hawking. Ob man das Ganze jetzt so systematisch einordnen kann, bin ich mir selber nicht so sicher, weil innerhalb von einer Stunde natürlich das von einer Stufe zur anderen nach dieser Skala sich verändern kann. Ich kann aber allgemein sagen, wenn man so relativ kurz vor der Erleuchtung ist, also wie sich diese Vorstufe anfühlt, das ist auf jeden Fall auch schon so, dass man sehr viel Freude und Liebe empfindet. Und es können noch destruktive Gedanken da sein. Also das Ego nörgelt dann zum Beispiel innerlich kurz an einem rum. Aber man geht diesen Ego-Impulsen nicht mehr nach. Das heißt, das Ego hat keine Macht mehr über einen. Und wenn man dann komplett erleuchtet ist, hört dann halt auch dieser innere Nörgler auf, also dieser innere Kritiker. Also meiner Meinung nach ist so dieser Unterschied zur Vorstufe, dass eben hier oben alles still ist. Und bei der Vorstufe kann es noch sein, dass es immer wieder kurz dazu kommt, dass der Kopf halt irgendwie, ja, unzufrieden ist mit irgendwas zum Beispiel. Wenn man allgemein so diesen Prozess dorthin macht, kann es auch sein, dass man immer wieder das Gefühl hat, tatsächlich wahnsinnig zu werden. Das ist in meinen Augen so ein verzweifelter Versuch vom Ego, dadurch noch Macht zu erlangen und den man meiner Meinung nach überwinden kann, wenn man eben von der Angst loslässt. Oder allgemein loslässt. Wenn man quasi so diesen Erleuchtungszustand zulässt, dann kann sich das halt wirklich buchstäblich anfühlen, als würde man den Verstand verlieren. Und ja, wenn man dabei halt nicht loslässt, dann kann sich das wirklich so anfühlen, als würde das Ego einen so innerlich zerfressen. Meiner Meinung nach gibt es sowas wie drei Arten von Erleuchtung. Das eine ist sowas wie eine Mini-Erleuchtungserfahrung. Das haben zum Beispiel viele, wenn sie meditieren.
Und dass man dann halt wirklich nach dem Meditieren oder auch während dem Meditieren in so einen tranceartigen Zustand kommt, wo man eben ja loslässt und halt auch diese Verbindung zu allem fühlt. Mein Erfahrungswert ist halt auch, dass dann ja man sich wirklich auch teilweise so fühlen kann, als wäre man jetzt zum Beispiel auch auf einer Substanz, weil man eben auch enorm viele Glücksgefühle dabei ausschütten kann. Und ja, man ist halt in wie so eine Art, ja, als würde man auf so einer rosa Wattewolke herumschweben. Ich finde, so fühlt sich das an. Dann gibt es auf jeden Fall auch so Zustände, wo man halt wirklich in sich fällt. Das ist in meinen Augen so die zweite Art. Also, dass man nicht nur kurzzeitig loslässt bei der Meditation und der Zeit danach, sondern dass dieser Zustand des Loslassens so intensiv ist, dass man halt wirklich auch die Kontrolle über seinen Körper so arg aufgibt, dass manche Leute dann dabei zum Beispiel auch hinfallen oder nach vorne umkippen. Und ja, es gibt dann Leute, die haben diese Erleuchtungserfahrung dann über mehrere Tage oder Wochen hinweg. Und oft ist es so, dass man dann halt aber durch ein traumatisches Ereignis oder ja, ein Ereignis, was das eigene Ego halt sehr enorm triggert, wieder herausrutscht. Und ja, was das Dritte ist, ist halt in meinen Augen das, was halt eben auch Buddha erfahren hat, ist halt auch dieser Zustand, dass man dauerhaft nicht mehr mit seinem Ego identifiziert ist. Persönlich kenne ich auch eine Person, die das ist, die ich immer wieder mal so auf Goas getroffen habe. Und ja, ich muss mit der unbedingt mal wieder reden, finde ich, um halt auch selber meinen eigenen Horizont zu erweitern, über das Thema zu erfahren. Ja, damit habe ich selber auch noch meine Probleme, weil ich halt auch immer wieder rausrutsche. Und ich denke, sowas dauerhaft aufrechterhalten zu können, schafft man halt wirklich nur, wenn man halt zum Beispiel viel meditiert. Und das ist halt nichts, was von heute auf morgen geschieht, sondern ich denke, das ist ein langwieriger Prozess dahin. Wie kommt man denn allgemein jetzt zur Erleuchtung? Also, oder wie kommt man auch dahin, dass man es wirklich schaffen kann, auch dauerhaft in den Zustand zu bleiben? Viele Leute nehmen ja Psychedelika und erfahren dann sowas, was Ego-Tod genannt wird. Ob das Ego wirklich stirbt oder nicht, sei mal dahingestellt, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Weil man halt eben zulässt, dass man innerlich stirbt. Also man lässt zu, dass sein Ich stirbt und ja, fällt dann quasi in sich. Es kann passieren, dass dann halt eben dieser Zustand des Loslassens nach dem Trip halt auch noch anhält. Allgemein kann man natürlich aber auch Nüchternes erlangen, zum Beispiel durch intensive Meditation. Man kann auch Ayahuasca einsetzen und nicht nur herkömmliche Psychedelika wie LSD oder Pilze. Dafür gibt es auch immer wieder Schamanen, die nicht nur im Regenwald tätig sind, sondern auch nach Deutschland kommen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir mal auf Instagram eine Nachricht schicken. Mein Freund hatte ja vor kurzem seine erste Ayahuasca-Zeremonie. Und ja, wenn ihr eine persönliche Empfehlung zu einem Kontakt haben wollt, dann könnt ihr mir da gerne schreiben. Ja, man erreicht halt allgemein diesen Zustand, indem man halt dem eigenen Ego keine Macht mehr gibt. Also diesen schädlichen Verhaltensmustern nicht nachgibt, wenn die so im Kopf zum Beispiel jetzt aufpoppen, dass ich, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel jetzt nach der Angst handeln soll, dass man denen zum Beispiel nicht nachgibt und dadurch das Ego dann halt auch weniger Macht hat.
Und allgemein, dass man halt auch nach Liebe und Selbstliebe handelt, kann auch ein wichtiger Punkt sein, weil halt viele psychische Erkrankungen auf mangelnder Selbstliebe basieren. Und so kann man zum Beispiel auch verhaltenstherapeutisch daran was ändern, wenn man halt nach Selbstliebe handelt, auch wenn man es momentan noch nicht fühlt, ist es auf jeden Fall auch der erste Schritt dahin. Und allgemein, dass man halt so einen Heilungsprozess in sich selber beginnt und auch zum Beispiel Traumata aufarbeitet und eben wieder positive Erfahrungen auch macht. Und allgemein auch wieder lernen zu vertrauen, kann auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, ich finde, der wichtigste Punkt ist halt allgemein dieses Loslassen. Das heißt, dass man sich halt auch wirklich nicht mehr über seine Vergangenheit definiert und von allem, was im Jetzt ist, loslässt. Also nicht mehr diesen was hätte wenn im Kopf nachgeht oder ich sollte jetzt dieses tun und jenes, ich muss dieses tun, sondern ja, einfach von auch allen Sinneseindrücken, die man hört, einfach nicht mehr die Notwendigkeit verspürt, sich darüber jetzt irgendwie Gedanken machen zu müssen und daran haften zu müssen, also dass man daran nicht mehr haftet und ja, eben auch zulässt, in so eine Art Kontrollverlust zu kommen. Das heißt, dass man eben selber ja keine Kontrolle mehr ausübt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch hier so ein paar Infos über das Thema vermitteln. Ich denke, ich werde zu einigen konkreten Themen auch noch Videos machen. Das plane ich ja eigentlich auch schon länger und schiebe schon so eine Weile vor mich hin. Ich will ja auch auf den Kanal mehr zu Mental Health machen und wie man so bestimmten Ego-Mustern von bestimmten psychischen Erkrankungen ja, lernt, die zu überwinden und ja, eben auch so erklär, was mir bei diesen psychischen Problemen selber geholfen hat. Und ja, vielleicht ist es jetzt endlich so der Anfang von dieser Serie. Ich hoffe mal. Und ich ziehe es auch endlich durch. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.